belong to you. I belong, I belong to you. Ja moin, heute ist der 24. Mai. Ich bin auch in Husum. Seht ihr Marsch hier hinten im Testfeld. Letztes Mal oder vor zwei Tagen war ich ja hier, da hat es noch geregnet und war noch stürmischer. Da hinten sieht man die HSB 750 dreht sich leider nicht. Ja, so wie auch ja, dieser Skywind dreht sich leider auch nicht. Ja, ich denke mal, das war so ein richtiger Rindfall, ey. Diese Anlage. Ich würde, es ist eine Testanlage. Aber trotzdem, was die immer steht, ey, Wahnsinn. Ja, der Wind geht ja trotzdem gut. Wir haben jetzt 16, 17 Grad. Sehr angenehm heute. Kein Regen, wunderbar. Hier ist die Senvion. Ja, da hinten ist dann die Siemens, die Enercon. Hier haben wir noch die Nordex. Und da ist die G. G, G, G. Jo, jo. Tja, heute ist Tag der Rückreise. Wäre gerne noch ein bisschen geblieben, aber wie gesagt, ich habe morgen Geburtstag und da man ja alle drei Tage Corona-Test machen muss, wo ich echt keinen Bock drauf habe, das ist echt unangenehm und brauche ich nicht, fahre ich halt wieder nach Hause. Aber ich finde es echt schade, dass es Senvion nicht mehr gibt, dass die pleite sind. Echt schade. Das sind so coole Anlagen, da hätte noch richtig was raus werden können. Aber gut, so ist es leider. Geld regiert die Welt. Ohne Knete keine Fete. So, da hinten siehst du ja nochmal den Husumer Hafen da. Den Außenhafen, wo die HSW steht, die BWU. Dann noch die Repower MD. MD70 war es, glaube ich, ne? Naja. Ja, echt schönes Fleckchen Erde hier in Nordfriesland, muss ich sagen. Hier kann man sich erholen. Obwohl, ich muss sagen, die zwei, drei Tage waren ja pure Stress, aber positiver halt. Weil ich möglichst viel schaffen wollte. Aber ich habe Gott sei Dank noch ein bisschen Urlaub und kann mich noch wieder erholen. Ne? Wird nur noch ein Akt an, die ganzen Videos zu schneiden. Das mache ich dann so nach und nach, kommen dann die Videos online. Nordex, eine Delta ist das, siehst du. 131 mit 3600 kW. Mega. Finde ich gut, wenn die das hinten ranschreiben, so, weißt du, dann weißt du immer, was du zu tun hast. Das wäre immer cool, wenn das überall stehen würde. So rätselst du manchmal. So, hier ist wieder die Skywind. Die Katastrophe. Die sich irgendwie nie dreht, wenn ich hier bin. Ich habe sie bis jetzt einmal gesehen, Gott sei Dank, und habe sie auch gefilmt. Aber sonst, nö. So, da schön die Siemens. Herrlich. So, da ist die fette Enercon. Ich gehe mal schnell die Treppe hoch. Ja. Hier ist nämlich so eine coole Tür da oben mit so einem Bullauge dran. So mega hoch hier. Tada! Wie vom Schiff hier, geil, oder? Was es alles gibt. Ja, ruhig aus diese Tür, war. Passt für hier oben. Ja, jetzt haben wir einen schönen Überblick auf die Siemens. Da hinten die Nordex. Da die G. Da die Senvion. Da die Skywind. Ja. Naja, gehen wir mal runter, wa? Hab ich sie noch mal besucht. Fett, ey. Richtig fett, das Maschinenhaus da oben. Mega. Auf ihre 100 Meter Armhöhe. Wow. Der Birner.
fett. Nochmal hier zeigen und dann geht's weiter. Dann verabschiede ich mich hier von Husum und dann geht's wieder in die Heimat. Ich halte zwischendurch nochmal an. Geil. Bye bye, Enakun. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Richtig schön generationsübergreifend. Von der alten HSB, dann über die MD, dann die MM92, die XMer und dann jetzt die ganz neuen hier. Senvion und Nordex und Siemens Enercon. Ja, schon krass. Aber hier sieht man nochmal schön so, wie das sich alles verändert hat mit den Anlagen. Ne? Rechts abbiegen auf den Holzweg. Du Schwänzburg, ich biege links ab. Die Brücke dann ist gesperrt. Da ist er nochmal. Da drüben ist dann die MD70 noch. Da ist er.